Hello und welcome back. Jetzt schauen wir uns nochmal an, hier in diesem Quadranten, ja, hier hätten wir ja das Ziel, ja, Moment, hier nochmal kurz reinschreiben. Also hier das Ziel, das absolute Traumziel. Hier die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit, dieses Ziel zu erreichen, ja, ganz, ganz wichtig. Das ist dieser Match, du erinnerst dich in einem anderen Video, bitte nochmal anschauen, wenn du dich nicht erinnerst, also dieser Match hier zwischen Werte, die du tatsächlich im Markt anbietest, ja, durch deine Kompetenzlevel und die Kommunikation dieser Werte, ja, also wie wird das wahrgenommen im Markt, ja, wird es auch wirklich so high-end wahrgenommen, wie du diese Werte anbietest, oder du bist ein sehr guter Kommunikator, das sieht man halt auch häufig da draußen, sehr gute Marketer, ja, außen hui, innen pfui, ja, wo man dann, wenn man dann das Ding gekauft hat, dass man innen dahinter dann sieht, oh ja, okay, das ist eigentlich gar nicht so werthaltig, als es eigentlich verkauft hat. Ja, also wenn es nicht beides miteinander verheiratet ist, ja, beide Komponenten, dann hast du hier schon mal ein Problem. Hier willst du auf jeden Fall immer, das ist hier Plus, ja, und das hier ist quasi Minus. Und ich kann dir eins verraten, von dieser Matrix, ja, die Sachen, wo du quasi der größte Hebel, kannst du dir kurz mal überlegen, wo liegt der größte Hebel? In der Zielerreichung, in der wahrgenommenen Wahrscheinlichkeit dieser Zielerreichung oder in der Minimierung, ja, von Zeit, Faktor Zeit, Speed of Implementation. Du erinnerst dich das Video, was ich vorhin gerade aufgenommen habe, bitte nochmal anschauen, wenn du es nicht mehr erinnern kannst. Oder hier der Aufwand. Ja, machen wir auch rot, weil es soll auch immer weniger wert sein. Hier der Aufwand bzw. BZW, ja, Opfer, ja, Kosten letztendlich. Ja, die Entbehrungen, ja, die du hier quasi. Und hier zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel auch aus der Online-Coaching-Branche, ja. Da, wo ich immer wieder sehe, oder auch Online-Marketing, Online-Agenturenbranche oder auch Softwareentwicklerbranche, wo ich immer wieder sehe und immer wieder höre, wir machen hier Konzepte, Strategien und so weiter, aber den Weg musst du schon selber gehen. Das heißt, du löhnst dann irgendwie 60.000 Euro für irgendwie ein Online-Coaching, ja, die das dann quasi in Unternehmensberatung verpacken, ja. Das Gleiche gibt es ja auch zum Beispiel in der Software-IT-Welt. Da gibt es ja auch ganz viele Berater, ja, die also quasi 2-3 Mal so viel Geld verlangen pro Tag oder Tagessätze haben, höhere Tagessätze wie jetzt die eigentlichen Entwickler, Implementierer. Ja. Aber letztendlich dann sagen, naja, so, wir haben jetzt hier das Konzept gegeben, aber implementieren, ja, also die tatsächliche Transformation, den Weg, den musst du schon selber gehen. Ja. Und genauso sehe ich das auch zum Beispiel bei Online-Agenturen oder sowas, ja, die letztendlich, Quatsch, nicht Online-Agenturen, sondern einfach dann with you nennt sich das so schön, ja, also wir machen das mit dir gemeinsam, ja, aber in Wirklichkeit machst du das ganz alleine. Deswegen finde ich auch den Ausdruck im Online-Coaching zum Beispiel dann with you einfach sehr, sehr irreführend, muss ich ehrlich gesagt sagen, ja. Es gibt da eben diese zwei Begriffe aus dem Englischen, dann with you und dann for you. Dann with you ist, wenn ich dir quasi Tipps gebe, dich berate und du musst aber alles selber machen, die komplette Verantwortung, alles ist bei dir und wenn es schief läuft, ja, ich habe dich halt beraten, ja, im Zweifelsfall schlecht beraten oder sowas, aber ja, du unterschreibst davor auch letztendlich AGBs, ja, und das ist dann alles komplett deine ganze Verantwortung, ja, also. Und wenn im Gegensatz dazu, wenn du dann for you, ja, dann mache ja ich das Ganze. Und das ist eben der ganz große Hebel, ja. Überleg mal, welche Dienstleistung, welches Produkt kannst du anbieten im Markt, wo dein Kunde, dein potenzieller Kunde quasi nichts, kein null Aufwand mehr hat, ja. Also hier halt einfach, ja, einfach sich nicht mehr abmühen muss, ja, dass du sagst, naja, bei den meisten zum Beispiel, oder häufig ist ja so, dass
zum Beispiel, du willst jetzt irgendwie skalieren, willst Online-Kampagnen schalten. Ja, dann sagt der Online-Berater oder der Online-Marketing-Agentur und so weiter, okay, was hast du denn an Assets? Ja, und dann sagst du, ja, bin irgendwie ein Startup oder sowas. Ja, ich habe eigentlich noch gar nichts. Ja, oder bist auch kein Startup und hast da trotzdem nichts. Ja, was meine ich damit? Zum Beispiel Fotos, ja, Filme, ja, Video. Wie viele Videos, also Produktvideos, Imagevideos und. Ja, Erklärvideos, Tutorials und so weiter. Ja, Assets, ja, digital Assets, die man verwenden kann, um Marketingkampagnen daraus zu machen und so weiter. Und wenn du sagst, okay, jetzt fang erst mal an zu produzieren. Jetzt sind noch 5.000, 6.000 Euro für die Videoproduktion, ja, oder vielleicht sogar noch mehr. Dann nochmal 2.000 Euro für ein Fotoshooting, ja. Und dann das und dies und jenes, 10.000 Euro für das und das und das und das, ja. Also wenn du sagst, naja, ich habe hier das sogenannte MVP, ja. Und das ist ein Minimum Viable Product, ja, also letztendlich sowas ähnliches wie das Proof of Concept, ja, auf der Kosten-, auf der Aufwandseite. Das heißt, für den Minimum an Aufwand, das M steht für Minimum Product. Ja, passt nicht mehr ganz hin, ist egal, du weißt, was ich meine. Ja? Kannst auch mal googeln. Und das heißt, was ist das Maximum an Arbeit, was ich meinem Kunden abnehmen kann? Ja, mit einem Wort gesagt, mit einem Satz gesagt. Wenn ich das hier auf irgendeine Art und Weise über Schablonen, Templates, auch wieder Erfahrungswerten und so weiter mit einfließen lassen kann, sodass ich dem Kunden sagen kann, naja, du musst eigentlich fast gar nichts tun, ja, dann hast du quasi schon den Vertrag meistens in der Tasche, ja, weil das ist der Idealzustand. Ja. Der Kunde will nicht mit dir, er beauftragt dich, irgendein Problem zu lösen und jetzt hat erstmal der Kunde so einen Berg voller zusätzlicher Arbeit mit dir. Ja. Das will er halt einfach nicht, das will kein Kunde und deswegen, wenn dieses hier quasi, das ist ein wahnsinniger Hebel, wenn du das hier reduzierst, ja, dann hast du hier und hier zum Beispiel auch den Time Delay noch reduzierst, das hängt dann miteinander zusammen, ja, ein bisschen, dann hast du den wahnsinnig großen Hebel hier auch einen guten Preis und viele Kunden zu gewinnen zum guten Preis. Soll es gewesen sein für dieses Video, ich hoffe, ich konnte ein bisschen weiterhelfen für diese Matrix, diese vier Säulen des erfolgreichen Businessaufbaus und Skalierung. Wenn ich dir weitergeholfen hat, dann bitte in die Kommentare reinschreiben, Like da lassen, Video teilen und wir sehen uns auf der anderen Seite. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao.